Genau, also was wollen wir kurz ein bisschen Rückschau halten, was war so in den letzten ein, zwei Jahren? Also man kann sicherlich sagen, dass die Pandemie war gut für Liebeschip, also für den Kanal, da haben wirklich viele neue Leute zugefunden. Viele hatten wahrscheinlich, keine Ahnung, Zeit wegen Homeoffice oder Lockdown zu Hause zu sitzen, sind viele dazugekommen und überhaupt dieses ganze Online-Modell, was ich da ja mit den Online-Kursen, was ja vorher so ein bisschen so, was ist das denn irgendwie? Und ist natürlich jetzt nach Corona oder nach der Pandemie ist das ja was total Normales geworden, dass man mit Online-Kursen arbeitet, dass man Online-Sessions macht und insofern, ja, war es glaube ich für die Welt war sicherlich nicht gut, aber ja, also war so das intensivste Jahr sicherlich, was wir so hatten auf Liebeschip, genau. Und ja, hatten ja auch so ein bisschen uns persönlich verändert. Letztes Mal war ja noch die Isabel da, jetzt ist hier vielfältige Kraft Aline dabei, ne? Kannst ja, genau, die mich super unterstützt in allen Belangen und genau. Ja, was hat sich noch getan so? Also wir haben jetzt viel mehr auch so die Minuspole im Blick, also weil wir auch, geht ja bei uns auf Liebeschip auch darum zu sagen, hey, das ist, wir gucken nicht immer noch auf die anderen sind die Bösen, die anderen sind die Blöden und alle sind Narzissten, alle Frauen sind Borderline, alle Männer sind Narzissten. Nee, wir wollen das ja ein bisschen genauer machen und deswegen sagen wir ja, hey, man muss auch in sich selber reingucken, was habe ich für Täteranteil, was habe ich für Opferanteil und wollen wirklich einen genauen Blick haben und deswegen gibt es ja jetzt auch mehr diese Minuspol-Kurse, sag ich mal, weil man ja auch manchmal selber merkt, ne, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass man so erst einmal so tierisch liebessüchtig, dann fängt man an, andere Menschen zu daten und dann merkt man auf einmal, hups, ich kann ja auch bindungsängstlich, ne, das ist ja eine spannende Reise, sag ich mal. Genau, fangen wir doch einfach mal an, würde ich sagen. Ups, ja, ich bin schon laufen. So, einen Moment. Lass ich nochmal hingucken. Ja, die Technik, das ist immer. Ja, wunderbar. Also, genau, aus meinem aktuellen Buch. Ja, und wieder zurück zu meinen dramaverliebten Kick-Beziehungen. Ich hatte so langsam mein inneres Kind im Blick, aber was ich überhaupt nicht im Blick hatte, war mein innerer Jugendlicher. Der wollte Spaß haben, es krachen lassen, viele verrückte Situationen erleben. Das klappte auch oft, aber alles hat seinen Preis. Insbesondere, wenn man eben nicht mehr 18 ist, wobei das natürlich auch nur ein bestimmtes Mindset ist. Mein Preis hieß, alle Beziehungen waren jetzt nur noch von kurzer Dauer. Wie auch immer, ich hatte nun also das Thema Bindungsangst kennengelernt und ahnte, dass ich vielleicht noch ein kleines bisschen zu bedürftig agierte, dass diese beiden Dinge irgendwie zusammenhängen. Ich spürte, dass ich eben doch zu sehr die Liebe im Außen, also nicht in mir, sondern bei anderen Menschen suchte. Vor allen Dingen, nachdem sich selbst Freunde so sehr zurückgezogen hatten. Aber es sollte noch schlimmer kommen, weil dann das Thema manipulative Kommunikation in mein Leben trat. Eigentlich trat es nicht in mein Leben, eigentlich kannte ich schon längst, hatte es aber unwissentlich schlicht übersehen. Und das geschah so. Ich kam mit einer Außendienstmitarbeiterin mit zwei Kindern zusammen. Wir legten einen grandiosen Start hin und ich war heftig verliebt. Das einzig Störende war, dass sie schon ab dem dritten Date Dinge irgendwie seltsam liefen und ich immer wieder Rat bei Freunden suchte. Das ist eigentlich schon ein sicheres Zeichen, was ich heute für, dass es toxisch wird, wenn man schon nach drei Dates denkt, ich muss mal meinen besten Kumpel anrufen, irgendwas stimmt hier nicht so. Ja, aber gut. Sie kritisierte mich schon früh wegen irgendwelcher Nichtigkeiten. Irgendwas kam ständig dazwischen. Treffen wurden umgelegt, trotzdem wurde jedes Mal heißes Interesse beschworen. Was ich heute weiß, ist das ein Merkmal von toxischen Beziehungen, bei denen eigentlich von Anfang an der Wurm drin ist. Du willst es nur nicht wahrhaben, weil du in dieser Art von Beziehungen so wunderschön abgeholt wirst, bis du plötzlich fallen gelassen wirst. Ja, ich kann mich noch erinnern an das erste Date, das war glaube ich das einzige Date in meiner ganzen Dating-Historie, wo ich eine Stunde zu spät kam, weil ich würde mir ja eigentlich denken, dass eine Frau dann sagt, hey, was kommst du so spät, du bist raus oder ich bin schon längst zu Hause.
Ja, und dann ging so ein bisschen das Lachprobieren schon los. Ach, ist überhaupt nicht schlimm, dass du zu spät kommst. Und hier ist dein Wein und hier da und setz dich mal. Und, naja, aber ab dann ging es bergab. Ziemlich schnell kam es zu den typischen Schmerzmomenten. Mir war klar, dass das nicht nur an mir lag. Dennoch suchte ich danach, ob ich nicht zu viele Erwartungen an sie hatte. Auch hier habe ich inzwischen die Erfahrung gemacht, dass es ein ganz schlechtes Zeichen ist. Es kommt in sicheren Beziehungen kaum vor. Aufgrund des Jobs und der Kinder gab es tausend Gründe, warum wir uns kaum treffen konnten. Entweder war sie gar nicht da, komplett nicht erreichbar, oder die Kinder standen im Weg, die ich natürlich auch am besten erst nach 10 Jahren kennenlernen sollte. Hört sich jetzt übertrieben an, war aber ziemlich nah an der Realität, sage ich mal. Wenn ich heute darüber schreibe, muss ich schmunzeln. Es war ein Irrsinn, in so einer Beziehung zu bleiben, aber ich wusste es eben nicht besser. Ich hatte meine Standards und Dealbreaker eben noch nicht klar. Ja, und was man ja auch, wisst ihr ja, glaube ich, heute auch schon, was man eben immer nicht sieht, ist, dass man ja selber auch ein Bindungsangstthema hat, ne? Wenn man sich so krass bindungsängstliche Leute sucht und da in diesen Beziehungen weilt, ja, hat man eben selbst, auch wenn man da jetzt so einen aktiven Bindungsängstler datet, hat man eben auch ein passives Thema damit. Schon nach wenigen Monaten landeten wir in einer On-Off-Dynamik und das war wirklich grauenvoll. Also ich glaube, wir hatten wirklich 15 Durchgänge. Werte auch mal so viel On-Off so in kurzer Zeit. Okay. Also es war echt, sonst alles so gesund hier, Wahnsinn. Ne? Wart ihr noch richtig in Veranstaltung? Ist nicht die sichere Beziehung, Selbsthilfegruppe hier. Ja. Mal war ich so richtig liebessüchtig und kam einfach nicht von ihr los. Hatte ich es doch geschafft, stand sie plötzlich wieder vor der Tür, schrieb Briefe, versuchte alles zu erklären, bat um Verständnis. Das mit dem Verständnis blieb über all die Jahre mein Wunderpunkt. Blöderweise kann ich mich in fast alles und jedes hineindenken. Vielleicht hängt das auch mit meinem Beruf zusammen. Besser sollte man diese Fähigkeit aber dort im Berufsfeld lassen. Im privaten Bereich akzeptiert man sonst unter Umständen Dinge, die man auf keinen Fall akzeptieren sollte. Als sie merkte, dass ich aber dann doch einen immer festeren Stand fand, erhöhte sie auch ihre Einsätze. Ihre Familie und viele ihrer Freunde hatte ich übrigens immer noch nicht kennengelernt. Sie fing nun an, Dinge für die Zukunft zu versprechen. Das berühmte Future Faking. Ein gemeinsamer Urlaub, ihre Eltern endlich kennenlernen, die Kinder kennenlernen. Leider passte das Verhalten um hier und jetzt aber null dazu. Unser Zusammensein wurde also noch irrwitziger und quälender. Inzwischen hatte ich ein paar Punkte in meinem bisherigen Leben miteinander verbunden und sah, dass es sich die gleiche toxische Dynamik wie in meinem Studium wiederholte. Dadurch so die erste richtig da, toxische Beziehung, da wusste man ja auch überhaupt noch nichts davon. Also, weiß ich noch, wie ich die Uni-Bibliothek durchforstet habe danach. Nun gab es aber das Internet und viel mehr Quellen und so fand ich wieder in den USA einen Love-Addiction-Psychologen. Ich wusste, dass eine solche Sicht auf die Dinge für mich am meisten Gewinn bringen würde. In Deutschland fand ich das nicht, in meinem nahen, auch professionellen Umfeld schon mal gar nicht. Da hieß es dann, hab Geduld, das wird schon wieder, ist mal eben so ein bisschen on-off. Und solche Durchhalteparolen triggerten mich immer wieder total an. Aber jetzt konnte ich mich selbst mit dieser wunderbaren Begleitung immer besser verstehen, weil auch mein Therapeut das alles kannte und die richtigen Begriffe für mich fand. Folglich verschlang ich nun auch Literatur zu diesem Thema und lernte das Konzept von Standards und Dealbreaker kennen. Kennt ihr ja bestimmt schon. So, rede ich ja immer vorne, ne? Die fucking Standards, ne? Genau. Dieser neue amerikanische Coach war sehr einfühlsam. Aber machte mir unmissverständlich klar, dass da irgendwann mal ein Ende sein musste mit der Beziehung. Ja, ich hatte auch noch so eine andere. Ich muss mal kurz einmal meine Jacke ausziehen. So warm, oh, jetzt habe ich ein. Das war ein bisschen Schuhschlauch. Mach ich doch, das wird nichts. Genau, ich hatte da noch so eine andere weibliche Coach, die war, weiß ich nicht. 75, so eine amerikanische Schriftstellerin, die hatte ich auch mal, mit der hatte ich auch mal eine Session gebucht, das werde ich nie vergessen, da hatte ich sie angerufen so, und wollte so die Geschichte erzählen. Dann sagt sie nach 5 Minuten, das kann man gleich abbrechen, das wird nichts. Das braucht man gar nicht fortsetzen, die Stunde. Und das fand ich irgendwie so erfrischend, nicht? Dieses ganze Tam-Tam und vielleicht so und so. Und ja, und ja, versuche auch diesen klaren Stil da auch so ein bisschen meine Arbeit beizubehalten.
Ich sollte schon bald diese neuen Erkenntnisse praktisch anwenden können. Leider. Ein gemeinsamer Urlaub wurde geplant und angesetzt und etwa 4 Wochen vorher ging der Mist wieder los, dass es Probleme gäbe und eine Verschiebung angesagt wurde. Ich beschloss, endlich zu mir zu finden und aus dieser Sache einen Dealbreaker zu machen. Also sagte ich klipp und klar, wenn dieser Urlaub platzt, sind wir geschiedene Leute. Das stieß natürlich wenig auf Begeisterung und die Bitte, ich sollte doch verständnisvoll sein, dann steigernd, ich sei egoistisch, ich wäre so hart. Ja, fällt dir das auch, wenn man so aus der Co-Abhängigkeit rausgeht, dass die Leute dann sagen, man wäre so gemein und hart und egoistisch, wer kennt das? Oh, wow, okay, doch, doch die richtige Veranstaltung. Okay. Ich ließ mich nicht mehr abbringen. Als der Urlaub dann wirklich ins Wasser fiel, packte ich kommentarlos meine Koffer. An dieser Stelle sei noch gesagt, dass ich Menschen für ihre Art der Kommunikation nicht global verurteilen möchte. Ja, ich sage mal ganz gern, ja, diese Frau hat mich reich gemacht, also reich ich nicht, aber ja, die hat mir so weitergeholfen auf eine schräge Art. Und ich glaube ja auch daran, dass wir so Menschen kriegen, an denen wir dann wachsen dürfen. Und sie hat sich gewissermaßen zur Verfügung gestellt für die Liebeschiff-Arbeit. Also vielen Dank, falls du das hörst. Und, genau. selbst hochmanipulatives Verhalten stellt eine Wahl dar, die jemand trifft. So und so argumentiere ich, auf dieser Art erreiche ich, was ich will. Natürlich ist das nicht wirklich unbewusst, eher halbbewusst. Es hat Konsequenzen, so etwas zu tun. Ja, das ist immer so mit der Bewusstheit. Natürlich ist, wenn jemand irgendwie lügt oder macht so Future Faking, kann man jetzt nicht sagen, das ist unbewusst. Aber wie soll ich mal sagen, trotzdem wissen die Leute nicht, was sie tun. So, ne? Also, weiß nicht, wir gucken ja immer, Ali und ich, Love Island, weiß nicht, ob ihr das auch guckt. Und da kann man immer schön sehen, wie Leute so völlig haarsträubende Dinge machen. Und dann sagen sie, nee, hab ich gar nicht. Oder. Weiß nicht, da ist ja gerade so jemand, der regt sich immer auf, dass so eine Frau zweigleisig fährt, der fährt aber selber immer zweigleisig. Wenn dann die Frau sagt, du fährst immer zweigleisig, nee, was ich? Nein, überhaupt nicht. Also es ist einfach unbewusst und aber unbewusst auf eine, soll man sagen, auf eine spirituelle Art, aber es ist nicht wirklich unbewusst, ne? Wenn dann jemand anlügt, dafür braucht man einfach zu viel Gehirnzellen. So. Man wird irgendwann irgendwie dafür Verantwortung zu tragen haben. Aber es sind dennoch Wahlen, die wohl in der Regel aufgrund eigenen erlebten Schmerzes und eigener Traumata getroffen werden. Es ist halt eine andere Art, mit Schmerz umzugehen. Ich möchte diese Menschen nicht verurteilen, aber ich darf natürlich für mich persönlich festlegen, dass ich solches Verhalten in meinem Leben nicht mehr dulde. Dennoch gab es noch viele Versuche, mich wieder ins Boot zu holen. Ich hatte auch einen kleinen Rückfall. Wie ich heute weiß, gehören Rückfälle einfach dazu. In diesem Fall hatte mich eine dritte befreundete Person wieder reingequatscht. Ja, das war auch so jemand, der dann so helfen wollte. Und ja, die hatte dann auch Kontakt zu dieser Frau und hat sie gesagt: Mensch, die liebt dich doch so und die heult immer. Und dachte ich, oh, ja, nächste Runde, okay, danke, tschüss. Man ist einfach so wahnsinnig empfindlich in der Zeit und die liebessüchtige innere Stimme sucht so nach Gründen, den Beziehungsfaden wieder aufzunehmen. Aber ich merkte endlich, dass diese Frau mich nicht wirklich liebt, auch wenn sie das womöglich glaubt. Kaum war ich wieder bei ihr, ging das komische Verhalten direkt von neuem los. Später kam es auch noch zu Ereignissen, die ich unter Stalking und Nachtreten fassen würde. Aber auch das waren Erfahrungen, die mich darin bestärkt haben, dass es richtig war zu gehen. Wenn schon in der Beziehung Grenzen verletzt werden, passiert das halt nach der Trennung auch. Ja, man denkt ja immer, eine neue Runde kann ja nicht so schlimm werden, aber das ist ein Riesenirrglaube, ne? Jede Runde wird crazier und es kann immer noch schlimmer werden. Das ist wirklich verrückt. Aber deswegen sollte man sich eigentlich immer bemühen, eher weniger Runden zu drehen. So. Die Entdeckung, dass es eine ganz eigene, total destruktive Beziehungsform gibt, in der ganz eigene Dynamiken vorkommen, war für mich revolutionär. Wahrscheinlich genauso intensiv erhellend, wie es vielen Zuschauern manchmal auf meinem YouTube-Kanal geht. Ich persönlich habe diese Sichtweise geliebt, weil sie mich endlich verstehen ließ. Ich hatte versucht, in Deutschland dazu zu arbeiten, fühlte mich aber von der deutschen Coaching- und Therapeutenszene nicht verstanden.
Meist hört man nur die Ratschläge, nochmal zu reden oder es nochmal zu versuchen. Genau diese Ratschläge stimmen natürlich einigermaßen in normalen Beziehungen. Aber das Toxische tickt leider total anders. Ja, heute ist ja so ein bisschen fast das Gegenteil der Problem, dass, ja, das finde ich manchmal auch ein bisschen schade. Ist natürlich schön, dass dieser Begriff toxische Beziehung so weit genutzt wird, aber wenn dann, ja, wenn eine Beziehung einfach ganz normal in die Hose geht und man dann immer sagt, ja, war eine toxische Beziehung, ist es auch Quatsch. Ne? Ich würde mir mal wünschen, dass man das so reserviert für wirklich diese schlimmen, liebessüchtigen Beziehungen und nicht, weiß ich nicht, nur wenn man mit irgendjemandem zusammen sein will und der sagt einem, nee, habe ich keinen Bock drauf, dass man sagt, ja, es war so toxisch und das würde ich schade finden, so. Dieser Blick auf Beziehungen scheint mir eher in der Selbsthilfe-Szene beheimatet zu sein, die sich außerhalb oder am Rande der Schulpsychologie abspielt. Es ist in den USA nach meiner Wahrnehmung viel breiter ausgeprägt als in Deutschland. Man sollte dabei nie vergessen, dass die Psychologie deutlich facettenreicher ist als das, was gerade akademisch angesagt ist. Ja, ich hatte auch so bittere Diskussionen so in meinem unter meinen Fachkollegen, sag ich mal, die dann gesagt haben, ja, toxische Beziehung, was ist das denn für ein Begriff? Den gibt es auch gar nicht so richtig in Deutschland. Und ja, und ja, das ist jetzt wird es glaube ich keiner mehr sagen. Das hat ja wirklich so einen Aufstieg genommen, das ist Wahnsinn. Jetzt hört man es selbst auch bei Love Island sagen die schon toxische Beziehungen. Also in, also weiterhin nur darum, was sie in den Nachrichten sagen. Also das ist wirklich verrückt. Das ist echt verrückt.